Thomas24, guten Morgen. Guten Morgen, hi. Hi Thomas, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe ziemlich viel Scheiße gebaut und ich sitze jetzt auch in der JVA und ich möchte halt mit dir über alles mal sprechen, weil ich habe wegen Raubüberfälle sitze ich halt. Du sitzt jetzt im Knast? Genau, richtig. Seit wann? Seit circa 2 Monaten jetzt schon. Also in Untersuchungshaft bin ich. Das heißt, du weißt noch gar nicht, wie lange du sitzen wirst müssen? Nee, das weiß ich leider noch nicht. Deswegen mache ich mir total die Kopfschmerzen. Ich brauche eine neutrale Person, mit der ich mal über alles quatschen kann, wie alles passiert ist und ob ich mir Ratschläge geben könnte. Ja, was hast du gemacht? Weswegen sitzt du jetzt? Also ich bin angeklagt wegen 5 Raubüberfälle. 5 Raubüberfälle? Genau, richtig. Was hast du da gemacht? Das waren hauptsächlich, also ich habe 3 Sparkassenfilialen überfallen und 2 Kaiser-Supermärkte. Das war auch letztes Jahr noch in den Medien gewesen halt. Alleine? Nein, ich habe Mittäter. 2 Stück. Waren dort Kunden in diesen Sparkassen oder in dem Supermarkt? Ja, klar. Also ich war, das war ja, ich musste es ja... War an, am Tage war das? Ja, es war mitten am Tage halt, in der Hauptgeschäftszeit hauptsächlich. Ist irgendjemand verletzt worden? Nein, das natürlich nicht, nein. Also ich habe auch keine echte, ich bin bewaffnet reingegangen, also mit einer Gaspistole. Mhm. Und die war ungeladen, da war nichts drin, das war einfach nur zur Abschreckung halt. Dennoch? Das dient einfach nur halt, um die Leute an der Kasse beziehungsweise die Filialleiterin zu erschrecken und dass ich halt in Trance komme und dass ich halt mein Geld bald bekomme. Verstehe, aber die haben natürlich Todesangst gehabt, die Leute. Wie viele Leute sind da reingestürmt? Du mit wie viel und wie viel noch? Nee, war ich insgesamt mit 3 Leuten dabei und 2 Stück habe ich ganz alleine gemacht. Wie viel Geld habt ihr erbeutet? Das waren circa knapp 90.000 Euro. 5 Raubüberfälle. Das ist ja der Hammer. Genau. Und über welchen Zeitraum lief das, bis man dich dann gepackt hat? Das lief jetzt von August und ich wurde jetzt Anfang Dezember wurde ich verhaftet. Also alles im letzten halben Jahr letztendlich. Genau. Im letzten Jahr war es halt gewesen und ich musste halt mich halt viel selber finanzieren. Ich hatte halt kein schönes Dach über den Kopf gehabt. Ich hatte zwar mal bei Kollegen, bei Freunden mal da und da geschlafen, weil mit meiner Familie habe ich auch schon längere Zeit keinen richtig festen Kontakt gehabt. Mhm. Und ich war auch, beziehungsweise bin es auch immer noch drogensüchtig halt und ich musste mich auch irgendwie selber halt finanzieren. Ne? Was für Drogen hast du genommen, nimmst du? Ich habe hauptsächlich alles gemacht. Also es hat angefangen mit dem Kiffen damals, als ich noch jünger war, als ich noch 14, 15 war, das mit dem Kiffen angefangen. Ja, und hat sich alles hochgeschaukelt, also die typische Drogenkarriere halt. Dann kam mal das Pep dazu, dann kam hinterher mal das Kokain dazu und dann bis hinterher zum Heroin, das habe ich auch schon genommen. Hast du einen Schulabschluss? Nein. Nein. Das heißt, kein Schulabschluss, nichts gelernt? Nein, nichts gelernt. Ich habe mich halt zwar nebenbei so ein bisschen mit Schwarzarbeit über das Wasser gehalten, mit Anstreichen, mit Maler, Lackierer habe ich gemacht, bei Kollegen ab und zu gestrichen. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht so das Wahre und davon konnte ich auch nicht richtig leben. Und ich war halt immer von mir halt immer schon ein wenig kriminell gewesen und hinterher hat sich das Büro gepusht. Das wollte ich gerade fragen. Du hast früher auch schon in Anführungszeichen kleinere, krumme Sachen gedreht. Genau, richtig. Mhm. Und jetzt kommt der große Hammer mit diesen Geschichten, weswegen du jetzt sitzt. Ja, und ich bereue das wirklich sehr, nur ich kann es leider nicht rückgängig machen, nur aber irgendwie... Das wollte ich dich gerade fragen, wie stehst du jetzt dazu? Ja, total scheiße, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das natürlich tun, aber in dem Zeitraum, also in dem Augenblick, wo es alles passiert ist, die ganzen Straftaten, dann habe ich meine Selbstkontrolle verloren. Also es hat mit einem Überfall alles angefangen und nach den ersten 1-2 Stück habe ich natürlich ein gewisses Selbstvertrauen gehabt und als ich die ganzen Überfälle halt getan habe auch, war ich auch unter Drogeneinfluss, unter Kokain und Ecstasy hauptsächlich, damit ich auch meine ganzen Hemmungen verliere, weil ich habe selber Angst davor gehabt. Wo hat die Polizei dich denn gepackt? Na, auf frischer Tat, so beim 5. Überfall war es gewesen. Auf frischer Tat? Genau, ich war beim Filialleiter drin gewesen. Ich habe mich aber zu lange dort aufgehalten, weil ich hatte zu viel Selbstvertrauen gehabt und habe gedacht, mich könnten die eh nicht packen und so, das habe ich mal alles ganz halt eingeredet. Und hinterher, als der Filialleiter zum Safe gegangen ist, hatte er den Code eingegeben, aber ich wusste nicht, dass es einen Code gibt, der direkt die Polizei in Verbindung setzt, dass jetzt ein Überfall in dieser Filiale passiert. Ach so. Deswegen kam innerhalb der nächsten 1-2 Minuten war der ganze Laden vom Haupteingang alles von der Polizei gewesen und so wurde ich festgenommen. Und da war die Karriere vorbei, die Verbrecherkarriere. Mhm. Ja. Das bist du jetzt, du bist ein Verbrecher. Das ist ja klar, ne? So hart, das klingt. Du hast heftige Sachen gemacht. Ja, klar. Und das ist eine richtig große Scheiße, dass du das gemacht hast. Weil du jetzt noch viel, viel tiefer drin hängst, als du es vorher schon warst und
es dir viel schlechter geht jetzt. Ja, das Problem, ich hatte ja möglich damals auch keine richtige, ich will jetzt auch Gott auf gar keinen Fall rausgehen oder so. Nur es gab, da habe ich damals ein Problem gehabt, und zwar, ich habe ja keine nirgendwo feste Arbeit bekommen. Mhm. Ich hätte zwar nebenbei so 400-Euro-Jobs machen können, aber es ist ja auch nicht so, dass das Gelbe vom Ei, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Wie kommt das, dass du keinen Schulabschluss hast? Ja, ich war damals halt ziemlich faul gewesen in der Schule, habe auf die Schule geschwänzt, und dann kam halt das Käfen halt dazu, und habe ich sozusagen damals auf alles geschissen, habe nicht an meine Zukunft gedacht. Mhm. Du sitzt jetzt 2 Monate, sagst du, im Knast, in Untersuchungshaft. Und du sagst, ich bin noch drogenabhängig. Bekommst du Drogen im Knast? Ja, aber hauptsächlich keine harten Drogen, hauptsächlich Marihuana, also Haschisch zum Kiffen halt. Ich gehe davon aus, dass du keine Kohle hast. Wie bezahlst du die Sachen im Knast? Ja, das wird mir mein Besuch halt gebracht halt. Ne? Ich habe halt über viele Freunde halt noch damals, aber was heißt Freunde, also Anführungsstrichen Freunde. Ach, die schmuggeln das rein, oder wie? Ja, die besuchen mich dann, und dann geben sie ab und zu ein bisschen Bargeld mit oder ein Handy halt, und... Was tun die? Die schmuggeln halt Handys oder Bargeld für mich rein, damit ich damit meine Kohle ausmachen kann. Mhm. Und das ist so einfach, da so Sachen reinzuschmuggeln? Offensichtlich? Ja, ich weiß ja auch nicht, wie die das machen. Ich war also vor dem Besucherraum, ich weiß nicht, wie die abgepiept wäre, abgetastet, das weiß ich ja nicht. Nur ich will selber von der Scheiße wegkommen, nur es geht einfach nicht von einem auf den anderen Tag. Deswegen reduziere ich schon jeden Tag meinen Konsum, damit ich so langsam diese Treppe wieder runtergehe, damit ich einmal wieder clean bin. Also ich glaube, das ist einer der ersten Schritte, die du jetzt einleiten musst, dass du von den Drogen runterkommst. Mhm. Solange du im Knast noch auf Drogen bist, kannst du alles gänzlich vergessen, überhaupt ein bisschen Fuß zu fassen. Wann gibt's denn die Verhandlung? Also die Verhandlung, also mein Anwalt meint, das wird so ungefähr noch so 3 bis 4 Monate dauern, bis halt die Polizei ist noch am Ermitteln halt. Ja. Und da dauert es noch einen gewissen Zeitraum, also 3 bis 4 Monate wie, Zeit mit Richten. Ja, wie schätzt dein Anwalt die ganze Angelegenheit ein? Also es sieht nicht so rosig aus für mich. Und zwar das Einzige, was für mich spricht, obwohl es eigentlich eine Nachteilig für mein gesamtes Leben ist, ist, dass ich halt drogenabhängig bin. Hm. Und das ist deswegen Beschaffungskriminalität für mich halt damals, weil ich damals keine Möglichkeit hatte, an Geld ranzukommen. Hm. Apropos nochmal zum Thema Geld. 90.000 erbeutet. Hast du insgesamt erbeutet und ihr musstet das teilen, oder war dein Anteil 90.000? Nein, insgesamt hatten wir 90.000. Ich war bei 3 Überfällen. Aber ich habe, wie gesagt, 2 Mitglieder gehabt, da haben wir das alles fair durch 3 geteilt. Ja. Was hast du mit dem Geld gemacht, was du bekommen hast? Ja, ich habe sozusagen gelebt. Ich habe da, wie gesagt, mein Essen und Trinken geholt. Ab und zu habe ich in Hotels geschlafen und habe natürlich auch meine Drogen halt damit besorgt. Anziehklamotten, alles das, was man halt zum Leben braucht, habe ich mir davon Geld. Ja. Ist das Geld ganz weg? Ganz weg, nein. Also ein gewisser Teil, der existiert noch. Der ist auch sicher versteckt. Also für schlechte Zeiten, falls ich rauskomme. Ja, das musst du natürlich auch alles auf den Tisch legen. Du kannst ja nicht erbeutetes Geld irgendwo verstecken für die Zeit, wenn du rauskommst. Du hast ja die nächsten Probleme am Hals. Das musst du alles jetzt, weißt du, wenn du überhaupt eine Chance hast, dann musst du jetzt alles auf den Tisch legen und du musst alles bereuen. Das tust du ja auch, das höre ich ja. Aber jetzt nicht wieder irgendwelche Tricksereien. Du musst von den Drogen runter, du musst absolut ehrlich sein und du musst, ich vermute mal, dass du eine hohe Gefängnisstrafe bekommst. Wir wollen ja gar nicht schön reden. Ja, das Einzige, also, was... Ja, bitte? Also mein Anwalt meinte auch, also mit 4 bis 6 Jahren müsste ich eigentlich schon rechnen. Ja. Also wenn ich wirklich die Hosen runterlasse vor Gericht und sage, dass wie es alles wirklich abgelaufen ist, dass ich wirklich reines Geständnis mache, ja, und dann kann ich auf jeden Fall mit 4 bis 6 Jahren kann ich auf jeden Fall rechnen. Ja. Das Problem ist einfach nur, die ganzen Zeugen, die da sind, die ganzen, in Anführungsstrichen, Opfer, die ich halt Angst und Schrecken versetzt habe. Mhm. Für die war es natürlich auch so schön. Das Problem ist, die sind als Zeuge vor Gericht geladen, die müssen sich ja nochmal ihre Ängste halt widersetzen. Halt. Das ist natürlich auch nicht für mich schön halt. Ne? Thomas, das hast du dir also eingebrockt. Ja. Was ich hier nur sagen kann, ist, dass du... Sieh doch diese Katastrophe, in die du da jetzt reingerutscht bist, oder die du selbst, du bist ja nicht reingerutscht, du hast hier zu verantworten. Sieh die als Chance für dein Leben. Mach jetzt wirklich radikal klar Tisch. Pack bei Gericht auch aus, wo die paar tausend Euro da noch versteckt sind. Du lieber Himmel, nicht, dass du dann nochmal in Probleme kommst. Du bereust es, das hast du gesagt, das musst du vor Gericht auch sagen. Dass alles klar ist, und dann nutze diese Zeit im Knast, dass du eine Ausbildung im Knast machst. Dass du einen Schulabschluss machst und vielleicht sogar eine Ausbildung.
Ja, ich will jetzt auch versuchen, halt noch eine Drogentherapie halt zu machen. Alles. Halt. Du musst alles jetzt machen. Alles, was du musst Drogentherapie machen, du musst Schulabschluss nachmachen, du musst eine Lehre machen. Die Chance hat man ja, Gott sei Dank, im Knast heutzutage. Hm. Das ist das Einzige, womit du dich jetzt noch hochziehen kannst in all dem ganzen Sumpf, in dem du steckst. Indem du nach vorne guckst und sagst, okay, es ist alles mies gelaufen in meinem Leben bisher. Jetzt muss ich die nächsten Jahre da durch und wenn ich dann rauskomme, dann buddelst du nicht dein Geld irgendwo aus, sondern du gehst ordentlich arbeiten und hast einen Gesellenschein in der Tasche. Was für ein Gesellenschein meinst du denn jetzt? Wenn du eine Ausbildung machst im Knast, als Handwerker beispielsweise, irgendwas. Geht das überhaupt? Ja, klar. Erkundige dich mal, klar. Erstmal musst du einen Schulabschluss nachmachen und dann bieten verschiedene Knäste Ausbildungen für Jungs an. Weiß ich nicht, alles Mögliche. Mhm. Also ich sag dir ganz ehrlich, eine Ausbildung ist ja schön und gut, aber hauptsächlich mein Problem ist erstmal so eine scheiß Drogen halt. Ja, natürlich. Deswegen musst du das auch, da gibt's da sicher Seelsorge. Ich sag dir ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin, das jetzt zwei Sachen gleichzeitig zu machen, damit das so den ganzen Druck noch aushalten. Deswegen musst du, deswegen, es gibt bei euch sicher im Knast, wie überall, gibt es einen Gefängnispsychologen und einen Seelsorger. Mhm. Da musst du Kontakt aufnehmen und dem musst du alles sagen, dem musst du das auch mit den Drogen sagen. Dass der das einleitet, dass du eine Drogentherapie bekommst. Du hast, alles, was ich sage, Thomas, läuft darauf hinaus, du musst ganz ehrlich jetzt sein. Wenn du jetzt irgendwie versuchst rumzutricksen, hast du verloren. Hast du verloren. Weil ich möchte auch ganz ehrlich zu sein, weil ich hatte auch schon das eine oder andere Mal hier Gedanken, mir halt das Leben halt zu nehmen. Ne? Das ist ja auch feige, Mensch. Du bist erst 24 Jahre alt, du hast richtig Mist gebaut. Viele Leute haben auch Mist gebaut in deinem Alter. Jetzt musst du vielleicht mehrere Jahre jetzt hart dran, aber dann hast du eine Chance auf ein gutes Leben. Und das ist, dafür lohnt es sich auch zu leben. Was meinst du, wie stolz die Jungs sind, wenn die aus dem Knast rauskommen und das da geschafft haben, von den Drogen unterzukommen, einen Schulabschluss zu machen und dann vielleicht auch noch eine Lehre. Was du da ein Erfolgserlebnis hast. Ja, wenn ich vielleicht in eine Anstalt komme, wo ich das alles nicht machen kann, auch nur eine Therapie, dann ist ja alles schlimm, ist mir trotzdem groß, und das will ich auch, aber da habe ich ja trotzdem keine Perspektive von draußen, im Großen und Ganzen Leben dann trotzdem voll verkorkst. Ja, aber die Grundlagen sind, du hast ja jetzt überhaupt keine Grundlagen, du musst ja erstmal Grundlagen schaffen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, du musst sofort Kontakt aufnehmen mit einem Psychologen in dem Knast oder mit dem Seelsorger und dem die Sachen erzählen. Sag vor Gericht die Wahrheit und nimm dir einfach vor, dass du jetzt Reintisch machst, dass du den ganzen Mist, der auf deinem Lebenstisch bisher liegt, runterwischt und von neu anfängst, von null anfängst. Mhm. Ja? Ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, umher. Thomas, ich wünsche dir wirklich viel Glück. Ich weiß, es ist hart, aber du wärst nicht der Erste, der schaffen würde. Es haben viele andere auch geschafft. Und das ist ein saugutes Gefühl. Ich hoffe, dass ich es alles schaffe halt, ne? Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, damit wir dich noch ein bisschen auffangen. Ich habe ja eine gute Psychologin hier im Hintergrund. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, du, ja, ich danke dir schon mal vielmals, ne? Sehr gerne, Thomas. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss. Ciao.